Willkommen zu der Mavi. Wenn ihr auch so spät dran seid mit Adventskalender basteln wie ich, gibt es heute ein ganz einfaches DIY dazu. Nämlich kriegt ihr einfach alle Sachen im DM-Markt oder ihr könnt auch in andere Drogeriemärkte gehen. Ich habe mir jetzt einfach den DM-Markt ausgesucht, weil da habe ich ganz viele Sachen gefunden. Es gibt ja auch so Tüten-Sets, da sind schon Aufkleber bei und sowas, aber erstens sind die immer mega teuer und zweitens sind die Tüten einfach so mini klein, dass da gar nichts reinpassen würde. Vielleicht ein Bonbon oder so. Deshalb mache ich heute mal einen coolen Adventskalender, der richtig schnell geht. Okay, also ihr braucht so richtig stinknormale Butterbrottüten und hier auch so einfache Butterbrottüten in so brauner Naturfarbe. Dann brauchte ich hier jetzt noch, also als Blickfang, so ein paar richtig schöne Tüten in kleinen Groß. Das wird dann gleich ein richtig schöner Tütenmix. Und da müsst ihr euch bei euren Eltern stibitzen. Hier so schöne Weihnachtskugeln. Wir schicken so ein paar Weihnachtsschneeflockensterne und noch ein paar Zuckerstangen. Hier noch so verschiedene Geschenkbänder, so richtig schöne. Und ja, hier noch Aufkleber. Noch ganz viele Aufkleber, vielleicht zum Verzieren oder sowas. Und natürlich noch die Aufkleber, um auf die Tüten die Zahlen zu kleben. Ich werde jetzt die Tüten so richtig schön mit Aufklebern kleben. Dann werde ich die meiner Mama geben und die befüllt die schön mit Geschenken. Und danach komme ich wieder. Aufkleber habt, könnt ihr euch auch einfach Geschenkbänder nehmen und damit auch die Tüten schön verzehren. So, ich bin jetzt fertig geworden mit Verzieren. Ich habe hier sogar noch richtig viele Aufkleber übrig, auch noch große, aber die kann ich super für mein Tagebuch noch gebrauchen. Ich habe jetzt die Tütchen gefüllt von meiner Mama zurückbekommen und an die etwas leichteren hier habe ich so Geschenkbänder dran geklebt mit dem Washi-Tape hier hinten. Und an die schweren habe ich hier, die haben ja hier so ja, Träger dran und was auch immer. Und da habe ich einfach so ein Band auch dran geknotet oder hier so gekordelt. Eigentlich, ihr könnt jetzt verschiedene Varianten benutzen, um euren Adventskalender aufzuhängen. Ich wollte eigentlich jetzt an meinen Betthänger diese große Stange, aber dann habe ich, jetzt kommt, diesen coolen Stock hier auf dem Dachboden gefunden. Oh, den haben wir einfach weiß angemalt. Mein Papa hat hier noch zwei Löcher reingebohrt. Und dann kommt hier einfach die Kurbel durch. Und dann kann man jetzt hier, wenn wir dann das einfach da so dran knoten. Ich bin richtig froh, dass ich den noch gefunden habe. Und den hängen wir dann gleich ins Flur. Ihr könnt auch einfach in den Garten oder in den Wald gehen. Dann sucht euch einen schönen Stock aus und malt ihn einfach weiß an. Das sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus, finde ich. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Weihnachtsdeko. Die knote ich dann einfach noch hier dazu. Zum Schluss habe ich hier jetzt noch eine Lichterkette drum gewickelt. Und es sieht einfach viel schöner aus, weil es so beleuchtet. Und ich freue mich schon richtig, wenn es losgeht am 1. Dezember. Ich bin schon so gespannt, was drin ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch eine Idee bekommen, um eure Adventskalender zu gestalten. Und dann sage ich auch schon Tschüss, bis zum nächsten Mal.